Leute, da haben wir einen 997 GT3. Dieses Fahrzeug hat ein KW Competition Dreifach bekommen, ein Dreifach EXR. Jetzt ist es so, wir haben ein Video gemacht zum Fahrwerk und dann bin ich mit dem Kunden Probe gefahren, wir haben es nochmal eingestellt. Dann hat der Kunde am Folgetag das Auto abgeholt, ist nochmal mit einem Freund, der auch Kunde ist, bei uns Probe gefahren. Und dann kamen die nach der Probefahrt wieder hier reingefahren ins Tor. Und es kam Rauch hinten aus dem Rathaus. Dann dachte ich erst, scheiße, der hat sich die Bremse jetzt auf der Landstraße, die Bremse so heiß gefahren, dass alles glüht. Aber man hat dann beim Näherkommen am Geruch schon gemerkt, scheiße, es ist Kühlwasser. Was war passiert? Beim 997 GT3, GT3 RS, egal ob das ein 3.6er oder ein 3.8er ist, ist ein Problem, was häufig auftritt, dass die Kühlmittelanschlüsse, das sind so wie so kleine Messingrohre, die in einem Alugehäuse stecken, dass die plötzlich pump rausfliegen. Also die fliegen einfach raus, da könnt ihr gar nichts machen. Das könnt ihr auch nicht beeinflussen, indem ihr ständig zur Porsche fahrt, zum Service oder sonst irgendwas. Das passiert einfach. Und selbst wenn ihr approved habt, die approved zahlt vielleicht dieses plump rausgeflogene Teil. Aber wenn ihr auf eurem Kühlwasser, was dann hinten sich vor die Hinterräder ergießt, was wirklich schon oft passiert ist, und ihr dann darauf ausrutscht und das Ding wegfeuert, ja, dann zahlt euch die Approved den Schaden an dem Auto nicht. Also die 100.000 Euro oder jetzt hier halt keine 100.000, weil es kein RS ist, aber den Schaden, den zahlt euch die Approved nicht, weil das ein Folgeschaden ist. So, also, wir wollten dann das Video von dem Fahrwerk eigentlich machen, dann haben wir uns aber gedacht, ach nee, das lassen wir jetzt. Also ich zeige euch jetzt kurz, also wir machen jetzt quasi eine Rückblende, der Tobi zeigt euch jetzt eigentlich, also wir tun jetzt das Video, was eigentlich davor hätte kommen sollen, jetzt rein. Ich erzähle jetzt kurz was zum Fahrwerk KW Competition Dreifach. Wenn ich damit fertig bin, kommen wir quasi wieder hierher und dann erzähle ich euch den Rest. Hier schnell das Rädchen abgebaut vom GT3, weil wir ja uns anschauen wollten, wie ein Competition-Federbein aussieht an der Vorderachse. So, es gibt Competition-Fahrwerke zweifach verstellbar, dreifach verstellbar, vierfach verstellbar. Um das jetzt einfach mal ein bisschen abzukürzen. Das vierfach verstellbare Fahrwerk ist eine KW-Eigenheit. Also das gibt es, soweit ich jetzt aktuell informiert bin, nur bei KW. Wir haben hier ein dreifach Competition eingebaut, dreifach EXR. Einrohrdämpfer upside down mit externem Reservoir für die beiden Druckstufenventile. Das heißt, auf der Druckstufe, wenn ich einfeder, fährt das Dämpfergehäuse mit der nach unten eingebauten Kolbenstange nach oben und verdrängt mir Öl nach oben über den Schlauch in den Ausgleichsbehälter rein. Und im Ausgleichsbehälter sind die beiden Druckstufenventile untergebracht, die ich dann halt über das Verstellen vom Rädchen den Durchfluss einstellen kann. Beim Ausfedern, also das heißt, wenn die in der Feder gespeicherte Energie wieder abgegeben wird und das ganze Ding nach unten saust, muss ja das Öl, wie vorher auch erzählt, in der Kolbenstange, die ihr jetzt hier nicht seht, weil die unten drin ist, durch die Zugstufe wieder zurückfließen. Und ein Einrohrdämpfer hat einige Vorteile und hat ein paar wenige Nachteile. Ich erzähle jetzt gleich mal einen Nachteil von einem Einrohrdämpfer, weil es gibt Fahrwerkshersteller, die bauen Straßenfahrwerke auch mit Einrohr-Upside-Down-Dämpfern. Das ist auf der einen Seite gut, aber der große Nachteil ist, ihr hört den Dämpfer arbeiten. Zum einen, ja, ihr hört quasi, wie er Öl verdrängt. Es gibt Videos, Onboard-Videos aus Rennautos, wo es die ganze Zeit so macht. Es gibt auf unserem Kanal ein Video mit einem 997 GT3 Onboard. Auf der Nordschleife bin ich da unterwegs. Beim Einstellen von einem Competition-Fahrwerk, da hört man das auch sehr stark. Das sind eben Strömungsgeräusche, die im Dämpfer entstehen. Andere ist, ein Upside-Down-Dämpfer ist leider nicht ganz wartungsfrei. Beim Competition ist es so, da das für einen Rennsport gedacht ist, hat man andere Prioritäten. Im Rennsport ist Revision normal. Also das gehört halt dazu. Das wissen auch alle. Bei einem Straßenauto ist eine Revision nicht normal. Man muss den halt, je nachdem wie viel man fährt,
Wenn man VLN fährt, wird es normalerweise vor dem 24-Stunden-Rennen, werden die Dämpfer einmal eingeschickt, revidiert, es werden sich die Gleitlager angeschaut, es wird neues Öl befüllt und halt einfach einmal durchgecheckt, ob alles in Ordnung ist, dann kommt der auf den Prüfstand und wenn der gut ist, kommt der ins Auto wieder rein. Und dann kann man normalerweise die restliche Saison durchfahren und dann wieder halt im Winter wieder zur Revision. Bei Trackday-Einsatz oder, sag ich mal, Hobbyfahrten reicht es normalerweise, wenn ihr die Dinger, je nachdem wie viel ihr fahrt, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre einschickt. Dann müsst ihr zwischendrin nichts machen. So. Vorteil ist natürlich, dass der ein viel sensibleres Ansprechverhalten hat. Wir können deutlich höhere Dämpferkräfte realisieren. Müssen wir ja hier auch, weil wir hier viel härtere Federn fahren, ganz andere Federraten fahren. Weil ein Slick zum Beispiel, kommt ja auch auf den Reifen an, ein Slick oder ein harter Semislick eine ganz andere Anforderung ans Fahrwerk hat als ein Straßenreifen. Wenn ich mit meinem Straßenreifen Michelin Pilot Sport 4 fahre, ist das Competition-Fahrwerk okay, aber eigentlich nicht die richtige Wahl. So. Durch diese Upside-Down-Geschichte kann der Dämpfer und das Gehäuse natürlich viel, viel höhere Querkräfte aufnehmen. Ihr könnt euch das ja vorstellen, wenn ihr auf der Rennstrecke fahrt und hier ist das Rad dran, der Kraft mal Hebelarm, hat der Newton ja schon rausgefunden damals, ja, ist eine Kraft, ein Drehmoment, habt ihr unglaubliche Kräfte und Momente. Also damit McPherson vor der Achse hier auf den Dämpfer, auf die Kurbelstange, auf das Dämpfergehäuse einwirken. Das ist einfach so, weil das Rad halt arbeitet, der federt, das bewegt sich alles, ihr fahrt über den Curb drüber. Also so ein Dämpfergehäuse und so eine Kolbenstange muss schon echt richtig was einstecken. So, jetzt wisst ihr schon mal, was für ein Fahrwerk drinnen ist. Dreifach Competition, EXR, geiler Scheiß. So, was war auf der Probefahrt passiert? Jetzt schauen wir mal, vielleicht kannst du hier reinfilmen. Das wird schwierig. Weil es ist hier hinter der Lichtmaschine, unter der Ansaugbrücke, sind diese Stutzen drinnen. Hier sieht man einen. Wenn du hier reinfilmst, hier ist der Wasserschlauch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, hier ist der Wasserschlauch. Und der Wasserschlauch ist ja wo drüber geschoben und dann mittels Schelle festgemacht. Und dieses Teil, wo der drüber geschoben ist, steckt in diesem Alu-Druckguss-Ding drinnen. Und diese können pump rausfliegen. Und dann hast du halt einfach 10 Liter Wasser auf einen Schlag irgendwo. Und das kann man fixen, das Ganze. Das kann man auch vorsorglich schon machen. Ja. Wir haben ja bei den anderen, also wir haben den einen wieder eingeklebt. Da gibt es von Loctite so einen Spezialkleber mit Primer und hast du nicht gesehen. Damit kann man es dann wieder reinkleben. Und damit man verhindert, dass das wieder rausrutscht, bohren wir ein kleines Loch in den Anschluss, schneiden ein Gewinde rein und drehen eine Edelstahlschraube hinein. Mit Dichtung und Loctite natürlich, dass die nicht mehr raus kann. Und dann habt ihr dieses Rohr kraftschlüssig fest verbunden und es kann gar nicht mehr raus, weil es ja festgeschraubt ist, logischerweise. Also das kann man auch vorsorglich machen. Um das Ganze vorsorglich zu machen, muss aber das Aggregat raus. Also ihr seht es ja an den Bildern, die der Tobi dann einblendet. Also Motor muss raus. Es gibt, wenn man in US-Foren liest, die Meinung, bei den Amis gibt es manche, die sagen, man kann es auch bei eingebautem Motor machen. Ja, also die bauen dann die Lichtmaschine ab und bauen da ein bisschen was weg und bohren dann von da aus da rein. Finde ich nicht gut, weil ihr könnt ja überhaupt nicht kontrollieren, wo die Späne hinfallen beim Bohren. Also der Ami steckt zwar irgendeinen Riesentampon da rein und zieht ihn raus und sagt, hey, hier sind meine Späne, aber da werden trotzdem einige ins Kühlsystem gelangen, was ich persönlich uncool finde. Deshalb lieber den Motor schnell raus und dann das alles machen und dann Motor wieder rein. Ist vom Aufwand her überschaubar, sage ich jetzt mal. Klar, man ist einen Tag beschäftigt, aber das kann man schon mal machen. Genau, also das ist das, was auf der Probefahrt passiert ist. Und das Problem haben sehr, sehr viele 997, GT3, GT3 RS, 36er, 38er, quer durch die Bank. Kann euch auch beim 4 Liter, kann euch immer treffen. Also bei diesem Motor halt, kann euch das immer treffen. Und solange euch das irgendwo jetzt, also ich meine, ihm ist es passiert 3 Kilometer vor hier, also vor der Firma, weil ich habe die Kühlwasserspur dann gesehen, als ich mit dem nächsten Auto auf Probefahrt war. Und die hatten halt einfach Glück, dass es beim Geradeausfahren passiert ist. Aber wenn du jetzt auf der Landstraße unterwegs bist und mit 100, weil 100 ist auf der Landstraße erlaubt, wie wir alle wissen, ja, und du fährst mit 100 vorschriftsmäßig um eine Kurve und auf einmal haut das Ding hinten weg und dir haut 10 Liter Wasser, Kühlmittel, Glyzantin, ja, vor deine Hinterräder, dann ist es ja eine Ölspur. Also Kühlmittelspur ist ja eigentlich fast noch schlimmer als eine richtige Ölspur, weil es ist richtig schmierig glatt. Und du haust das Ding auf der Landstraße ins Feld rein, dann ist das uncool. Noch schlimmer, oder was auch häufig passiert, ist auf der Rennstrecke. So ein Erlebnis hatte ich auch schon mal.
an der Nordschleife, da hat es auch einem das Ding rausgezogen und dann ist er und der hinterherfahrende GT3 RS auf der Spur in der Hohen Acht abgeflogen. Beide eingeplankt, beide wahrscheinlich total schaden. Und dann ist ja der Aufwand quasi hier diese anderthalb Tage Motor raus rein und die Anschlüsse befestigen quasi, ist ja der geringere finanzielle Aufwand, als das Auto einmal wieder neu machen zu lassen. Genau, also das wollte ich euch zum GT3 noch erzählen. KW-Fahrwerk und danach haben wir eben gezwungenermaßen noch diese Maßnahme durchgeführt. Ansonsten hat das Auto eine Lightblox-Batterie drinnen mit der App-Steuerung. Da gibt es jetzt auch eine neue. Müsst ihr das Update machen, zeige ich euch kurz, wie das aussieht, nur dass ihr euch das ungefähr mal vorstellen könnt. Also da so sieht die App aus. Das ist jetzt quasi Standard, so sah die schon immer aus. Wenn ihr auf Scan drückt, dann findet der bei uns ein paar Batterien. Jetzt muss man überlegen, welche ist das. Das ist diese hier, die da drinnen ist. So, und dann sieht es jetzt so aus. Also ihr seht hier, da sind das noch 34%, hat die Batterie noch 13,0 Volt und es fließen gerade 4 Ampere raus. Das könnt ihr quasi hier dann in Echtzeit sehen. Weil beim Porsche, wenn man hinten aufmacht, ist halt diese Lampe an. Wenn ich jetzt hier zumache, muss man kurz warten. Jetzt geht es einmal kurz hoch, weil jetzt das Schloss natürlich verriegelt hat. Und jetzt wird es einen kurzen Moment dauern. Und dann schaltet der ja wieder ab und dann müsste das eigentlich wieder auf unter 4 Ampere sinken, hoffe ich. Also wir haben jetzt irgendein Steuergerät gerade wieder aufgeweckt durch die Betätigung von dem Schloss. Das dauert jetzt immer ein bisschen, bis dann die Steuergeräte wieder einschlafen und dann geht das auf unter die 4 Ampere runter. Dann könnt ihr das quasi in Echtzeit sozusagen überwachen. Ihr könnt über ICOS, Intelligent Kill Operation Switch, ist äußerst schwierig auszusprechen, ein sogenannter Zungenbrecher, könnt ihr die Batterie trennen. Also das heißt, wenn ihr hier drauf drückt, zack, User off, kennt ihr schon von der App, wie sie vorher aussah, ist die Batterie getrennt, es fließt kein Strom mehr. 0,0, 0,01, also nichts. Und dann könnt ihr die Batterie auch einfach wieder einschalten, dann macht es wieder Klack und dann ist die Batterie wieder da. Dann könnt ihr auch wieder auf- und zusperren. Das andere, das AFAD, ist das Active Vehicle Anti-Theft. Das ist dieser Anti-Diebstahl-Modus. Wenn wir schon dabei sind, erklären wir das jetzt auch nochmal kurz. Ihr könnt das einschalten. Das heißt, der Anti-Diebstahl-Modus ist aktiv. Und wenn ich jetzt das Auto starten möchte, also wie ihr seht, die Innenbeleuchtung leuchtet. Ja? Also die Batterie ist nicht komplett getrennt. Die Innenbeleuchtung leuchtet, das leuchtet, Kombi-Instrument ist an, ist alles an. Aber wir sind in diesem AFAD-Modus, in diesem Anti-Diebstahl-Modus. So, und wenn ich ihn jetzt starten will, also Gang raus, ich will ihn starten, startet er nicht, weil, was passiert, die Lightblox hat Folgendes gemacht, Anti-Theft war an und die hat sofort, die erkennt einen Startstrom, also die erkennt, da fließt ein hoher Strom, irgendjemand will das Auto starten, aber weil ich diesen Active Vehicle Anti-Theft anhab, ist dieser Mensch wahrscheinlich nicht autorisiert zu starten und deshalb trennt die Batterie sofort und schaltet den Startstrom weg. Das Auto kann ich nicht anlassen. So, jetzt kann ich das natürlich wieder ausschalten, das Ganze, sag Error Reset, ja, zack, ihr habt gesehen, die Scheibe hat sich kurz bewegt, Licht geht wieder an, Kombi-Instrument ist an und wenn ich das wieder aus habe, dann schnurrt er wie ein Kätzchen wieder und ich kann ihn anlassen. So, jetzt sieht man noch quasi, dass die Batterie, also Lichtmaschine läuft, Batterie wird geladen, 13,99 Volt bringt die Lichtmaschine gerade. Das könnt ihr dann auch immer quasi in Echtzeit sehen. Achso, was wir noch verbaut haben, aus Gewichtsersparnismaßnahmen haben wir die zwei Seitentöpfe rausgemacht und haben stattdessen Ersatzrohre reingemacht. Und wenn ich jetzt die Klappe aufmache, macht das Ding bei 3000 Umdrehungen schon gut Musik. Aber Klappe wieder zu. Ist immer noch laut, aber nicht mehr ganz so laut. Wenn ihr die Klappe nicht über diesen Sporttaster steuern wollt, was ja nervig ist, weil da geht die natürlich dann beim Fahren auch immer wieder auf, zu, auf, zu, auf, zu. Dafür findet ihr bei uns im Online-Shop ein Klappensteuerungsmodul für den 997 GT3. Da gibt es eine Fernbedienung, dann könnt ihr aufmachen, dann ist offen, ist immer offen, bleibt auch offen. Oder ihr macht dann einfach wieder zu. Link dazu ist in der Videobeschreibung. So, jetzt hoffe ich, der Porsche gefällt euch ein bisschen. Mir gefällt der 997 sehr, sehr gut. Ich habe es schon in vielen Videos gesagt. Ich mag den 997 total gerne. Tobi zeigt euch jetzt noch ein paar Bilder vom Auto. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, weil da kommt immer wieder solcher interessanter, hoffentlich interessanter Content.
Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen es dann entweder direkt in den Kommentaren oder in einem folgenden Video mal zu beantworten. Was mich noch interessieren würde, für diejenigen, die uns abonniert haben und die auch immer fleißig kommentieren und auch reagieren auf die Videos, sollen wir mal ein Video machen, in dem wir nur auf gestellte Fragen eingehen? Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Wenn da hohes Interesse besteht, dann würde ich da vielleicht sogar mal eins machen. So, bis dahin, bleibt gesund und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.